Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in dieser Woche haben wir uns die Frage gestellt, frische Luft oder nicht? Unser Ziel ist es, die Ursachen der Luftverschmutzung sowie die Folgen von Luftverschmutzung kennenzulernen und wir stellen uns natürlich die Frage, wie kann die Luftqualität verbessert werden? Das Video Frische Luft oder nicht ist in 4 Abschnitte eingeteilt. Erstens, das Ökosystem ist krank. Zweitens, was sind die Ursachen von Luftverschmutzung? Drittens, welche Folgen hat die Luftverschmutzung? Und viertens, wie kann die Luftqualität verbessert werden? Das Ökosystem ist krank. Stellen wir uns unser Ökosystem vor, welches aus den 5 Familienmitgliedern besteht, nämlich den Tieren und den Menschen, dem Wasser, der Erde, den Pflanzen und natürlich aus unserem aktuellen Thema, der Luft. Alle 5 Familienmitglieder wirken auf das Ökosystem im Ganzen ein und umgekehrt wirkt das Ökosystem wieder auf seine 5 Familienmitglieder zurück. Wenn die Luft verschmutzt ist, so hat das Folgen für das Ökosystem. Tiere, Wasser, Pflanzen und Erde werden in Mitleidenschaft gezogen und die Atemluft ist schlecht. Man sieht nicht immer, dass die Luft geschädigt ist. Es gibt aber auch Anzeichen dafür, dass es so ist. Ein Anzeichen ist der sogenannte Smog. Das ist stark verschmutzte Luft, die viele kleine Schwebeteilchen enthält, wie man hier auf den Fotos erkennen kann. Smog setzt sich aus den beiden englischen Wörtern Smoke, Rauch und Fog, Nebel, zusammen. Bei einer normalen Wetterlage steigen die Schadstoffe nach oben und werden vom Wind verteilt. Bei der Smog-Wetterlage wird dieser Abtransport gestört. Durch die Emissionen, also das Ausströmen luftverunreinigender Stoffe in die Umwelt, entsteht diese Luftverschmutzung. Und das vor allem in Großstädten. Es sind Luftschadstoffe in gesundheitsschädlichen Mengen in der Atemluft enthalten. Für die Verschmutzung der Luft sind teilweise natürliche Vorgänge wie Vulkanausbrüche, Waldbrände, Pollenflug oder auch Sandstürme verantwortlich. Am meisten verändert jedoch der Mensch die Zusammensetzung der Luft. Die Hauptverursacher der Luftverschmutzung sind Kraftfahrzeuge, Flugzeuge, Kreuzfahrtschiffe und Containerschiffe. Vor allem gelangen aber über die Industrie giftige Schadstoffe in unsere Luft. Bei der Verbrennung von Kohle, Öl, Erdgas oder Benzin entstehen neben Kohlenstoffdioxid und Wasserdampf weitere Gase. Viele von ihnen sind schädlich. Wir beschäftigen uns heute mit den Luftschadstoffen Schwefeldioxid, Kohlenstoffmonoxid, Stickstoffoxide und Feinstaub. Diese werden wir uns nun im Detail anschauen. Schauen wir uns nun die Ursachen von Luftverschmutzung an. Ein Luftschadstoff ist Schwefeldioxid. Da viele Brennstoffe, wie beispielsweise Erdöl, Erdgas oder Kohle, einen Anteil an Schwefelverbindungen enthalten, bildet sich bei der Verbrennung das giftige Gas Schwefeldioxid. Schwefeldioxid wird ausgestoßen von großen motorisierten Schiffen, wie zum Beispiel Kreuzfahrtschiffen oder auch von der Industrie. Ein weiterer Luftschadstoff ist das Kohlenstoffmonoxid. Dies ist ebenfalls ein giftiges Gas und entsteht bei der Verbrennung.
Kohlenstoffmonoxid entsteht beispielsweise bei der Verbrennung von Benzin und ist somit in Abgasen von Autos enthalten, entsteht aber auch bei Waldbränden oder beim Grillen. Daher sollte man übrigens immer draußen grillen und niemals innerhalb des Hauses oder in einem geschlossenen Raum. Sonst kann es nämlich zu Vergiftungserscheinungen und bis zum Tod kommen. Stickstoffoxide entstehen bei der Verbrennung mit höheren Temperaturen. Stickstoffoxide entstehen beispielsweise bei der Verbrennung von Treibstoffen bei Autos, Kreuzfahrtschiffen oder auch Flugzeugen. Feinstaub. Befinden sich Rauch- und Staubteilchen in der Luft, so spricht man von Feinstaub. Die Teilchen sind kleiner als 10 Mikrometer. Das sind 0,01 Millimeter. Vor allem wird Feinstaub durch menschliches Handeln produziert. Ein Teil des Feinstaubs wird über die Industrie erzeugt, der größte Teil jedoch durch Kraftfahrzeuge. Diese verursachen nämlich 57% des Feinstaubes in der Luft. Was sind die Folgen? Schwefeldioxid führt zur Reizung der Schleimhäute und zu Atemwegserkrankungen. Außerdem kann es durch Schwefeldioxid zu saurem Regen führen, denn es reagiert in der Luft mit Wasser. Und bei dem Niederschlag gelangt es so in die Erde und kann die Pflanzen beim Wachstum stören. Die Summenformel von Schwefeldioxid ist SO2. Kohlenstoffmonoxid führt zu Kopfschmerzen, Schwindel, Vergiftungserscheinungen und im schlimmsten Fall zum Tod. Denn durch Kohlenstoffmonoxid wird der Sauerstofftransport im Blut gestört. Die Summenformel von Kohlenstoffmonoxid ist CO. Die Stickstoffoxide führen zu Atemwegserkrankungen. Die Stickstoffoxide sind hier zusammengefasst in Stickstoffmonoxid, NO, und Stickstoffdioxid, NO2. Feinstaub führt ebenfalls zu Atemwegserkrankungen und kann im schlimmsten Fall zu Lungenkrebs führen. In dieser bedrohlichen Lage muss man sich die Frage stellen, wie kann die Luftqualität verbessert werden? Wichtig ist, dass es genug aktive Menschen gibt, die für den Umweltschutz eintreten und umweltbewusst leben. Natürlich liegt es in der Verantwortung der Politik, mit entsprechenden Regeln und Gesetzen für saubere Luft zu sorgen. Ein Beispiel dafür ist das eingeführte Dieselfahrverbot in einigen Städten zur Reduktion von Feinstaub. Aber nicht nur die Politik, auch wir sind gefragt. Wir alle tragen durch unser Handeln zur Luftverschmutzung bei. Also liegt es auch in unserer Macht, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Das funktioniert, indem wir bewusste Entscheidungen treffen. Wichtig ist, dass wir uns etwas in Bescheidenheit üben und unseren Konsum reduzieren. Nur dann ist es möglich, dass wir Druck auf die Großindustrie ausüben. Denn letztlich ist sie hauptverantwortlich für Umweltschäden und Luftverschmutzung. Denn nur so können wir unsere Umwelt positiv beeinflussen und unsere Luftqualität verbessern. Was die Politik bereits zur Verbesserung der Luftqualität getan hat und was jeder Einzelne von uns tun kann, um die Qualität der Luft zu verbessern, möchte ich euch hier darstellen. Zum einen sollte man vermehrt öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Es gibt bereits Verkehrsbeschränkungen in Großstädten, wie zum Beispiel das Dieselfahrverbot.
Außerdem gibt es Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Autobahnen, was dazu führt, dass Autos weniger Benzin verbrauchen und somit weniger Schadstoffe freisetzen. Ein bewusster Konsum und Umgang mit Ressourcen hilft, Schadstoffausstöße zu reduzieren und der Luftverschmutzung entgegenzuwirken. Außerdem sollte man viel mehr Dinge selber machen, statt zu kaufen. Ob Reinigungsmittel, Kosmetik, Brot oder eine einfache Tomatensoße. Regional ist die erste Wahl. Kauft eure Produkte weitestgehend lokal und regional. Je näher der Produktionsort ist, desto besser ist das für die Luft, da die langen Transportwege wegfallen. Oder auch für die Gewässer, welche durch zahlreiche Containerschiffe verschmutzt werden. Ein weiterer Punkt, den Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern schon ganz gut umsetzt, ist die Reduktion der Nutzung fossiler Brennstoffe wie Kohle, Erdöl oder Erdgas. Man sollte weitestgehend auf erneuerbare Energien umsteigen, wie die Windenergie oder die Wasser- und Sonnenkraft nutzen. Achtet darauf, um Energie einzusparen, beim Verlassen des Hauses das Licht auszuschalten. Oder auch, um die Ressourcen der Erde zu schonen, nicht zu lange zu duschen. Die Herstellung von Verpackung verbraucht jede Menge Energie und führt zu Schadstoffemissionen. Indem ihr Verpackungen, insbesondere Plastik, spart, tragt ihr automatisch zur Verbesserung der Luftqualität bei. Beantworten wir nun unsere Frage, frische Luft oder nicht? Jedes Jahr sterben 4,2 Millionen Menschen an den Folgen von Luftverschmutzung. In Deutschland liegt die Zahl der Todesfälle aufgrund von den Folgen der Luftverschmutzung bei 80.000. In China liegt die Zahl der Todesfälle aufgrund von Luftverschmutzung sogar bei 400.000 Todesfällen im Jahr. Wenn die Emissionen weiter ansteigen wie bisher, werden sich diese Zahlen bis 2050 verdoppeln. Somit können wir mit Sicherheit sagen, unsere Luft ist nicht frisch und sauber genug. Es ist also Zeit zu handeln. Jeder einzelne von uns sollte dazu beitragen, die Schadstoffe in der Luft zu reduzieren und somit die Qualität der Luft zu verbessern. Wenn wir zum Schluss noch einmal auf unsere Ziele schauen, kennen wir nun die Ursachen, die Folgen und Möglichkeiten, wie jeder einzelne von uns die Luftqualität verbessern kann. Ein kurzer Ausblick auf die nächsten Unterrichtsthemen. Leider gibt es neben den nun vier bekannten Luftverschmutzern noch weitere, die wir kennenlernen werden. Wir werden auch noch den Smog weiter unterscheiden, nämlich in Sommer- und Wintersmog. Außerdem werden wir uns noch genauer mit dem Treibhauseffekt beschäftigen. Danach erlernen wir, was genau Ozon ist und wie die Ozonschicht auf die Erdatmosphäre einwirkt. Das war's von mir. Tschüss und bis bald, eure Frau Müller.